Also ist meine Vermutung scheinbar richtig gewesen, dass man Wunderwaffen und sowas nur durch Events kriegt. Ne, lass mich, lass mich, lass mich! Okay, Bahnschienen entlang. Dann hier irgendwo gleich links lang kommen die ganzen Viecher, nehmen wir hier einfach mal mit. So. Irgendwo direkt vor mir. Genau. Vielleicht kümmere ich mich mal kurz um den ganzen Kram, der jetzt schon auf mich zukommt, bevor ich überhaupt mit der Kiste starte. Junge, 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 Junge. Okay, so, dann können wir jetzt die Kiste starten. Ja, klar. Hat er gerade das Auto weggeballert, oder? Also das Saugen funktioniert ganz gut. Muss ich erstmal so sagen. Boah, es spawnen hier aber auch unnormal viele, ne? Also, solange ich hier nicht die ganzen Viecher weg habe, kann ich mich nicht komplett auf den Megaton konzentrieren. Es braucht mehr als das, um Baker zu töten. Komm. So, jetzt bin ich den auch los. Jetzt habe ich nur noch den Megaton. Und der wird mega easy. Außer Dienst gestellt. So. Schön. Goldene Kiste. Wie wär's mit einer Raygun? Volle Kraft. Oh ja, voll. Die volle Kraft. Toll. Eine M60. Super. Ja, gut. Gut. Ich dachte, ich krieg nochmal so eine tolle Wunderwaffe. Versuchen wir es mal zur Aufgabe zu schaffen. Wir haben schon viel geschafft auf jeden Fall. Für den First Try, denke ich mal, ist das gar nicht so schlecht, wo ich gerade schon stehe. Aber da geht bestimmt auch noch mehr. Oh nee, ich höre schon die Hunde, ey. Nichts Nervigeres als Hunde in diesem Spiel. Zombie ausgeschaltet. Da kommt die nächste Hundefamilie. Wenn das ganz normale Hunde wären, ne? Gar kein Thema, ey. Aber dass sie ja immer irgendwas verlieren müssen, wodurch man kontinuierlich Schaden kriegt, das ist schon unangenehm. Wo kommt ihr denn alle her? Junge, Junge.
klar. Man kennt's. Ich bin auch nur verzweifelt auf der Suche nach tollen Waffen, ey. Und ihr könnt mich hier nicht in Ruhe lassen. 25 Kisten. So weit ist schon gekommen. Und was Tolles habe ich immer noch nicht. Eskortieren. Oh, muss ich hier wieder dieses... Ja, ich muss dieses Rover-Ding. Okay. Der Rover muss unbedingt eine Dimensionsgrenze überqueren. Das wird... Oh, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich werde es jetzt definitiv verkacken, aber... Mal gucken. Wir schauen einfach mal nach. Ja, Megaton, klar. Aber der ist nicht so stark wie der von eben. Alter. Junge. Alter, das kannst du nicht aushalten. Alter. So, erstmal den Megaton loswerden. Ja, moin. Kamerad. So, wir können. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, der Rover hat jetzt schon mehr Schaden, als ich beim ersten Mal komplett am Ende hatte. Warum gibt es eigentlich noch keine EMP-Granaten hier, um diese Viecher einfach komplett auszuschalten? Meine Fresse, ey. Ja, dann machen wir eine Aktion. Unangenehm. Durchaus unangenehm. Oh Gott, oh Gott. Werde ich hier jemals lebend rauskommen? Komm, fahr da rein, komm. Ja, natürlich nicht. Was auch sonst. Immer diese Extra-Wünsche. Mann, ey. Schon wieder mega... Hey. Er übertreibt es aber auch mit den Boss-Zombies, ne? Hallo, da war ein Stoppschild. Würde es anhalten müssen. Scheiße, die Megatons sind ganz schön schnell. Jo, 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 jo. Sonst geht's gut? Oder... mich einfach so wegzuboxen? Macht dir das immer Spaß? Scheiße, weil mal der Rover wird angegriffen. Ich gerade gar nicht drauf geachtet, weil ich hier mit diesem scheiß Megaton beschäftigt war.
Alter, ey. Es ist schon heavy. Feindlicher Untoter ausgeschaltet. So, den haben wir erledigt. Ja, da kommen gleich wieder tausende von Zombies raus. Ich sehe es doch schon kommen. Könnte das sogar noch schaffen. Es kommt bestimmt gleich wieder ein Megaton. Könnte ich drauf wetten. Bisher kommt kein Megaton. Komisch. Wundert mich ein bisschen, aber ich will mich auch gar nicht beschweren. Ja, auch komischerweise gar keine Zombies gerade in der Nähe. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Nur noch diese Welle. Wir schaffen das. Ach, du ahnst es nicht. Nur noch, sagt er. Nur noch diese Welle. Hast du dir die... Jo. Hast du dir die Welle mal angeguckt, wollte ich gerade sagen. Komm schon, komm schon. Ja. So, Mengler, das war's für dich. Ha. Opfer. So, ich bin zwar tot, aber... Also, gestorben. Gut gemacht, Leute. Aber tatsächlich... habe ich's noch gepackt. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss ich nur wieder alles neu kaufen. Der Klassiker. Kann man nicht mal... einmal in so ein Auto einsteigen, ohne dass mir irgendwer gleich entgegengesprungen kommt. Super nervig, ey. So. Bam. Erstmal schön im Baumstamm weggedingstet. So. Einmal alles auffreshen. Panzerung. Und da ist noch eine Kiste. Gib mal eine Raygun. Nein? Okay. Wollte ich eh nicht. So. Tap, tap. Das ist doch alles nicht mehr schön hier. Komm, wir warpen uns mal wieder. Oh, Mann, Mann, Mann. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was zu trinken. Zwei Stunden 17. Ausbruchstufe 9. Zeigt einen Energieknoten in der Nähe. Dieser Kristall beschleunigt die Ethereum-Verseuchung in der Region. So. Koordinaten eingezeichnet. Der Energieknoten wird zerstört. Gucken wir doch mal. Ich schnapp mir jetzt hier so ein schickes Schneemobil. Und fahr dann zum Drachen. Es gibt, glaube ich, nur den Drachen hier, ne? Wenn ich es auf der Karte richtig sehe. Ups. Ups.
Das kann ich ausbauen. Ein anderes Event? Nee, ist nicht hier. Okay. Obwohl, warte mal, was kommt denn da hinten runter? Verdachtsstrahl. Achso, das ist die. Diese Verweigern-Aufgabe. Och nö, ey. Kein Megaton. Muss doch echt nicht sein. Weil wir sind alle Freunde, weißt du? Hä? Wie bin ich denn jetzt gerade down gegangen? Ich habe schon wieder keine Panzerung. Ja, das war's. Okay. Puh! Also, ich glaube, für die erste Runde kann man das machen. Ich würde gerne wissen, wie ich an eine Raygun komme. War aber wahrscheinlich genauso, wie ich auch an meine Wunderwaffe gekommen bin. Aber Halleluja, ey. Über 2 Stunden hat die Runde jetzt gedauert. Krass. Schwierigkeitsstufe 9. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich trotzdem meine ganzen Kristalle kriege oder ob ich die nicht kriege, weil ich gestorben bin. Aber wahrscheinlich kriege ich die. Würde ich stark vermuten. Gucken wir mal. Es lädt hier irgendwie noch. Da, aktuelles Level. Da sind wir auf jeden Fall gut aufgestiegen. Belohnungen. Im Battle Pass sind wir aufgestiegen. Die eine oder andere Stufe. 3 Stufen. Boah, nicht schlecht. Ah, hier, die Kristalle kriegen wir auch. Makelloser, ungeschliffener, veredelter. Ausbruch-Event erfüllt, eliminieren Ausbruch 10 Elite-Einheiten, erreichen Ausbruch 50 Barrikaden, Verteidigungsabschüsse. Mhm. Okay, ja, einiges haben wir hier gekriegt. So, und wie funktioniert das jetzt hier mit dem tollen Aufrüstung und so ein Gedöns? Ich kann ja mal hier gucken, so, da habe ich jetzt die verschiedenen, die Dinger, also die verschiedenen Teile, Kristalle. Und wie, ach so, ah, ich sehe es gerade, man braucht dann bei der Stufe 5 zum Beispiel, braucht man tatsächlich dann die ganz guten. Guck mal, das kann ich jetzt einfach so easy kaufen. Jetzt brauche ich 4 veredelte schon. Ja, und dann brauche ich 5 makellose. Aber da gucke ich mal, ob ich die nicht irgendwo anders bei einem anderen Perk oder sowas unterbringe. Aber gut, die Kristalle kann ich auch nochmal so erspielen. Aber das mache ich ganz in Ruhe. Wir sind jetzt erstmal für diesen First Try durch. Das war jetzt auch, glaube ich, lang genug. Ihr habt viele Videos, also viele verschiedene Parts jetzt gehabt zum Anschauen. Ich finde Ausbruch auf jeden Fall mega nice. Macht übelst Bock. Wenn ich dann auch mal eine Raygun kriegen würde, würde es, glaube ich, noch mehr Bock machen, weil man dann noch mehr Runden schaffen könnte, aber die 9 Runden waren, glaube ich, schon mal ganz okay für den Anfang. Ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich auch gefallen und falls ihr natürlich noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, könnt ihr natürlich noch gerne unten auf Abonnieren klicken, um nichts mehr zu verpassen und auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online ist. Ja, und dann kann ich nur sagen, schreibt mir gerne eure Meinung zu Outbreak unten in die Kommentare und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.